Die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, begann lange bevor ich ein Teil davon wurde. Ich kam irgendwo in der Mitte dazu, gerade als die Dinge von merkwürdig zu vollkommen verrückt wurden. Es fing alles vor ein paar Jahren an, als sich ein sehr berühmter Pirat namens LeChuck in die wunderschöne Gouverneurin Elaine Marley von Malay Island verliebte. Die Gouverneurin hatte die Insel von ihrem Vater, einem sehr angesehenen Herrscher, übernommen, als dieser urplötzlich einer Krankheit erlag. Elaines Beliebtheit wuchs, bis niemand mehr ihre Herrschaft über die Insel und Brillanz als Anführerin anzweifelte. Die auf der Insel lebenden Piraten begegneten Elaine Marley im Lauf der Zeit mit dem gleichen Respekt ihres Vaters, wenn nicht sogar größerem. Es schien in dieser entlegenen Ecke der Karibik alles perfekt zu laufen. Während der Pirat LeChuck die Spanier, Franzosen, Engländer und wen auch immer er auf dem offenen Meer begegnete, terrorisierte, stieß er auf besagte Insel. Er war überaus angetan von der Gouverneurin und hielt am Ende des Tages sogar um ihre Hand an. Die Gouverneurin lehnte jedoch so höflich ab, wie sie nur konnte, und erklärte, ihre oberste Priorität gelte der Insel, welche ihre komplette Aufmerksamkeit bedurfte. Die Wahrheit war aber, dass sie LeChuck nicht wirklich mochte. Der Piratenkapitän nahm die Zurückweisung hin und verließ die Insel. Im Laufe der Monate und Jahre kehrte er immer wieder nach Malay zurück, in der Hoffnung, die wunderschöne Elaine Marley hätte ihre Meinung geändert. Seine Gefühle wandelten sich von Bewunderung zu Verzweiflung und letztlich Besessenheit. Dem Inselausguck wurde schnell aufgetragen, vor LeChucks nahendem Schiff zu warnen und den Wachen, ihn nicht auf die Insel zu lassen. Doch LeChuck versuchte sich weiterhin der Gouverneurin würdig zu erweisen, mit immer gewagteren Reisen und törichteren Taten. Seine Gefühle verwandelten sich in Eifersucht und so begann er Schiffe zu überfallen, die zu Malay und davon wegfuhren. In einem letzten verzweifelten Versuch verkündete LeChuck, er würde zu legendären Monkey Island reisen und mit deren Geheimnis zurückkehren. Worum es sich dabei genau handelte, war nicht bekannt. Der Legende nach war das Geheimnis jedoch unbezahlbar. Seine Bemühungen wären gänzlich unbemerkt an der Gouverneurin vorübergegangen, hätte sich nicht folgendes Ereignis zugetragen. Ein paar Wochen nach ihrem Aufbruch zog ein merkwürdiger Sturm heran. Er verschlang das Schiff und schleuderte es auf ein Riff. Die gesamte Crew, einschließlich des Piraten LeChuck, verstarb. Die Gouverneurin betrauerte lediglich ihre geringe Aufmerksamkeit des Ereignisses, denn in Wahrheit war sie erfreut über LeChucks Tod und hoffte, das Leben auf der Pirateninsel von Malay würde sich normalisieren, aber so war es nicht vorherbestimmt. Die Piratenschiffe rings um Malay wurden weiterhin überfallen, aber jetzt von einer weitaus unheimlicheren Macht als dem Piraten LeChuck. Kurz nach seinem Ableben und wie einige schworen gänzlich zufällig besegelte ein Geisterschiff das Meer bei Nacht. Keine Schiffe blieben von den Angriffen verschont, aber schienen mehr den Schiffen von Malay aufzulauern als anderen. Die Sichtungen wuchsen und schienen der Insel der Gouverneure näher zu kommen. Die Piraten von Malay fürchteten LeChuck, aber gegen ihn hatten sie stets eine faire Chance zu entkommen oder auf eine Seeschlacht gehabt. Das Geisterschiff war unbesiegbar und nahm gnadenlos ihre Crews gefangen. Es dauerte nicht lange, bis die Piraten von Malay sich weigerten, in See zu stechen und Tag und Nacht auf der Insel verbrachten. Die Gouverneurin rief nach einer Crew, die von ihr kommandiert das Geisterschiff jagen und zerstören würde. Aber niemand folgte ihrem Aufruf. Das ist der Punkt, wo ich in die Geschichte komme. Ich war von meinem Leben in England gelangweilt, hatte beschlossen, in die Karibik zu segeln und nach einem Leben als Pirat zu streben. Ich war ein junger Mann, Anfang 20, und hatte noch viel zu lernen. Wenn jemand ernsthaft Pirat werden wollte, war Malay gerüchteweise der Ort. Die Neuigkeiten des Geisterschiffs hatten die alte Welt zu dem Zeitpunkt noch nicht erreicht, und so stolperte ich unbewusst in die Geschehnisse. Ich erreichte Malay eines Abends und begann mein Piratentraining. Eine Gruppe wenig enthusiastischer Piratenanführer trug mir drei Prüfungen auf, die ich mit wenig Aufwand bewältigte. Im Verlauf meiner Quest hatte ich die Gelegenheit, Gouverneurin Marley von Malay zu treffen und verliebte mich augenblicklich in sie. Es war kein Wunder, dass LeChuck derart hingerissen von ihr war, doch ich war glücklicher als er, denn es schien, als würde Elaine mich ebenfalls mögen.
Nachdem sie mich vom Hafenboden gerettet hatte, erzählte sie mir von LeChuck und seinem Geisterschiff. Aber ich war noch kein ausgebildeter Pirat und somit nicht in der Lage, ihr zu helfen. Als ich nach Abschluss der letzten Prüfung zurück in die Stadt kam, bot sich mir ein entsetzlicher Anblick. Das Geisterschiff segelte davon in den Horizont. Ich stürmte in die nächste Bar, wo mir der Ausguck von der Entführung Gouverneurin Marleys berichtete. Sie hatten Segel nach Monkey Island gesetzt. Wenn ich sie finden wollte, musste ich ihnen folgen. Eine Crew zusammenzustellen erwies sich jedoch als schwierig. So sehr die Männer Gouverneurin Marley auch mochten, fürchteten sie sich alle vor dem Geisterschiff. Ich suchte die gesamte Insel ab und fand nur drei, die gewillt waren, die Reise anzutreten. Wir setzten am nächsten Morgen Segel. Die Schiffsreise nach Monkey Island barg nur ein kleines Hindernis. Keiner von uns wusste, wie wir dorthin kamen. Wie der Zufall es wollte, gehörte unser gekauftes Schiff aber zuvor ein paar Piraten, die vor Jahren die Insel bereisten. Gerüchten zufolge kehrte das Schiff mit einer Crew aus Affen nach Malay zurück und von den beiden Piraten selbst hörte man nie wieder. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich fand eine Karte nach Monkey Island, die sich als Rezept einer Voodoo-Beschwörung entpuppte und das Schiff für uns zum Ziel steuerte. Wir waren nicht die Typen, die sich beschwerten und hießen die Gelegenheit willkommen. Die Gase des brodelnden Kessels überwältigten uns schnell. Ich erwachte am nächsten Morgen, das Schiff an der Küste einer Insel liegend, von der ich nur annehmen konnte, dass es Monkey Island war. Der Rest meiner Mannschaft entspannte sich noch und es gab keinen Weg, sie zum Aufstehen zu bewegen. Ich schaffte es an Land und startete meine Suche nach Elaine. Meine Reise führte mich zu einer Gruppe Eingeborener, die mir den Eingang zu etwas wiesen, was man nur als die Tiefen der Hölle beschreiben kann. Von den Eingeborenen und der Wahrsagerin von Malay Island hatte ich erfahren, dass eine spezielle Wurzel auf der Insel wuchs, die Geister vernichtete und ihre Seelen zur Ruhe bettete. Zu meiner Enttäuschung erfuhr ich außerdem, dass LeChuck die letzte dieser fand und auf seinem Schiff aufbewahrte. Das Schiff zu finden und die Wurzel in meinen Besitz zu bringen, wurde zu meiner Quest. Mit der Hilfe des Navigatorkopfes, den mir die Eingeborenen großzügigerweise liehen, entdeckte ich das Geisterschiff LeChucks. Der Kopf des Navigators war von einer Halskette aus Augäpfeln umwickelt, die ihn unsichtbar für die Geister machten. Ich borgte mir diese Kette und ihre Unsichtbarkeit aus, um an Bord des Geisterschiffs zu schleichen. Die Wurzel zu finden und an mich zu bringen, war das geringste Problem. Doch während ich an Bord war, fand ich keine Spur der Gouverneurin. Ich konnte nur hoffen, dass sie in Ordnung war. Um ihre zerstörerischen Kräfte zu entfalten, musste die Wurzel für ein geheimes Ritual zu den Eingeborenen zurückgebracht werden. Also eilte ich zurück ins Dorf und beobachtete, wie diese die Wurzel in eine Geisterkillermaschine verwandelten. Ich schnappte mir den Wurzelcocktail und kehrte zum Mittelpunkt der Erde zurück. Meine Aufregung wurde von dem Schock überschattet, dass LeChucks Geisterschiff verschwunden war. Ein einziger amüsierter Geist war zurückgeblieben. Es bereitete ihm sichtliches Vergnügen, mir zu erzählen, dass der Geisterpirat LeChuck und die Gouverneurin zurück nach Malay gesegelt waren, um sich in der einzigen Kirche der Karibik zu vermählen. Ich wusste, diese mehr als symbolische Vereinigung würde bedeuten, dass Elaine nie wieder frei sein würde. Zu meiner Rettung versprach mir ein alter Pirat, sein Schiff zu geben, wenn ich ihn mit zurück nach Malay nehmen würde. Wir setzten Segel, das Geisterschiff am Horizont ständig im Blick. Wir trafen lediglich eine Stunde nach dem Geisterpiraten ein. Mit meinem Wurzelgebräu bewaffnet, schlug ich mir einen Weg durch die geisterkontrollierten Straßen Malays. Ich holzte jeden Geist nieder, der es wagte, sich mir in den Weg zu stellen. Ehrlich gesagt war ich überrascht, wie gut es lief. Ich stürzte in die Kirche, gerade noch rechtzeitig, um den Pfarrer sagen zu hören, und wenn es einen Menschen gibt, der einen Grund nennen kann, warum diese zwei, Wesen nicht in der Ehe vereint leben sollen, die Worte, weil einer von ihnen tot ist, platzten aus mir heraus. Es ist echt unheimlich, eine Kirche gefüllt mit den Geistern Verstorbener sich umdrehen und einen anstarren zu sehen. Ein paar Augenblicke der Stille verstrichen, dann seilte sich die Gouverneurin von den höher gelegenen Dachsparren ab und landete direkt vor mir. Guybrush, du Idiot, ich bin beeindruckt, dass du mich retten wolltest, aber das war nicht nötig, ich hatte alles unter Kontrolle, sagte sie in einem Ton, der unsere neue, leicht hoffnungslose Situation reflektierte.
Geisterpirat LeChuck, der immer noch am Altar stand, wandte sich zu seiner vermeintlichen Liebe im weißen Brautkleid um. Als sich der Schleier lüftete, enthüllte er die gleichen Affen, die meine Crew beim Kartenspielen abgezockt hatten. In den folgenden Minuten mähte ich über 30 Geister nieder. Die einzigen, die lebend aus der Kirche traten, waren Elaine, die Affen und ich. Und bis heute frage ich mich, wie die Affen gelernt haben, so gut Poker zu spielen.